Und weil es so schön ist, will ich einmal noch eine Runde Mission Weltenrettung spielen. Das ist auch so ein Spiel, was man öfter spielen kann. So. Ah nein, fuck, jetzt sieht es wieder so aus. Wieso tut ihr mir das an? Das ist mein Top-Spiel dieses Jahr. Mission Weltenrettung. Ich meine halt auch hier die Grafik. Ich meine, sie ist nicht sehr ausgefeilt und detailliert. Aber man braucht hier auch keine gute Grafik. Es geht das Gameplay und das ist cool. Also ich will, also mein Ziel ist es, über 300 Mal zu kommen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich habe heute Mittag schon ein paar Runden gespielt und ich habe ein paar Sachen herausgefunden. Nämlich, erstmal müssen wir ein Projekt starten. Labor ist wichtig, weil wir müssen auf jeden Fall etwas erforschen, um etwas bauen zu können. Deswegen würde ich sagen, erstmal Labor. Bauen wir erstmal ein Labor. So, jetzt können wir was erforschen. Ach ja, ich brauche Arbeiter. Ich muss hier ein paar Arbeiter entfernen. Fürs Erste, um ein bisschen Forschung zu betreiben. Okay, was möchten wir bauen? Ich habe mir hier sogar aufgeschrieben, was... Ich habe hier... Sieht man das? Aufgeschrieben, was was bringt und wie viel das kostet. Und wie lange das dauert. Und am meisten würde es, glaube ich, bringen. Entweder die KI mit der KI-Zentrale anzufangen oder mit den Rettungskapseln. Je nachdem. Die Zeitrissforschung ist auch gut. Vor allem, weil man hier Zeit reisen kann. Hätte ich auch sogar jetzt schon tatsächlich machen können. Aber... Ich glaube sogar tatsächlich, ich entferne hier noch einen Arbeiter. Und hier bauen wir mal ein Wohnhaus. Wohnhaus ist auch wichtig, früh zu bauen, um genug Arbeiter für alles zu haben. In der Mine ist jetzt erstmal keiner. So. Aber das ist nicht so wichtig. Erstmal möchtest du in der Zeit reisen. Der eine Arbeiter, der noch übrig ist. Und dann, ich würde mal sagen, kommen wir bauen mal oder forschen mal nach der KI-Zentrale. Und dann mal gucken. Okay, jetzt werden wir erstmal 50 Tage keine Rohstoffe bekommen, aber egal. So, jetzt haben wir nämlich genug Arbeiter, um die einzusetzen. Hier. Ich glaube, das müsste jetzt komplett reichen. Nein, nicht einen Arbeiter entfernen. So, und ich glaube, das Kraftwerk braucht auch zwei. Weil hier wird der Strom für die gesamte Insel erzeugt. Ich weiß nicht, was das für einen Unterschied macht. Und wenn ich da nur einen habe, ob das alles nur halb so schnell vonstatten geht, könnte man versuchen. Ich weiß es nicht. Oder weiß ich. Weiß ich echt nicht. Ich habe ja gesagt, Rettungskapseln und KI-Zentrale sind so erstmal die Pfade. Also es gibt ja fünf Pfade. Also einmal Forschungsgebiet Mensch, Abwehr, Flucht, Zeitreise und Angriff. Und Mensch und Flucht sind halt die... die am erträglichsten sind von den Menschen hier, die man am Ende rettet, glaube ich.
Deswegen forschen wir mal nach Rettungskapsel. Und was möchten wir jetzt bauen? Erstmal können wir natürlich jetzt nichts bauen, weil ich natürlich alle Arbeiter jetzt erstmal weggeschickt habe. Aber auch was wichtig ist, also Fabrik und Laborstufe 2, um mehr zu bauen und mehr zu forschen. Aber dafür brauche ich viel mehr Rohstoffe, die ich jetzt alle nicht habe. Wie viel kriege ich denn pro Tag? 6. Ich könnte natürlich ein Wohnhaus bauen. Schon mal auf Vorrat, wenn ich die 100 erreiche. Sowohl bei Eisenerz und auch bei Gold jetzt nämlich. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Okay, ich könnte noch einen Zeitreiseanzug bauen, aber erstmal Wohnhausstufe 3 kann ich machen. So. Okay, was bringt die Zeitreise jetzt mit? Das ist nämlich immer so ein Glücksspiel, was man für Forschungen kriegt, wenn man die Zeitreise beendet hat. Die Zeitreise war ein voller Erfolg. Wir kommen wieder nach Hause. Sie haben das äquatoriales Magnetfeld erforscht oder beziehungsweise die Technologie bekommen. Also eigentlich ist es ein Zeitparadoxon, dass wir die Technologie bekommen, ohne dass wir die jetzt jemals erforscht hätten. Aber Zeitreisen machen ja nie wirklich Sinn, also macht's ihnen halt nichts. Ist halt so. Und jetzt könnten wir, also wir haben jetzt in dem Falle die Magnetfeldkuppel übersprungen und können direkt schon das äquatoriale Magnetfeld bauen und auch schon das Absorptionsschild erforschen, oder? Ja, da können wir das Absorptionsschild erforschen. Ich glaube, das ist ganz gut eigentlich. Da haben wir gutes RNG bekommen. Also es hat wirklich RNG. Erforschen wir mal das Absorptionsschild. Ja, jetzt haben wir natürlich erstmal keinen mehr, der eine Zeitreise machen kann. Aber jetzt können wir einen Zeitreiseanzug starten. Das ist halt so ein bisschen Gamble, ob sich das lohnt. Dauert halt 25 Tage und auch nicht so viele Rohstoffe. Deswegen glaube ich, kann man das einmal jetzt machen. Und dann in 25 Tagen dann. Ich weiß gar nicht, was jetzt dann am sinnvollsten danach wäre. So, jetzt können wir jemanden in die Zukunft schicken. So, jetzt ist halt die Frage, was ist wichtiger? Zuerst Fabrikstufe 2 oder erst Laborstufe 2? Bei Laborstufe 2 haben wir mehr Leute, die was erforschen können, können mehr Sachen bauen am Ende. Aber ich glaube, erstmal ist Fabrikstufe 2 wichtiger. Weil wir haben ja schon ein paar Sachen erforscht und mehr Sachen zu bauen wird mehr bringen erstmal. Ja, dann lass uns mal gucken, was wir so am Ende rausbekommen. Okay, jetzt beginnt das Midgame bei Tag 700, finde ich cool gemacht. Zeitreise. Wir haben die verbesserte Zeitreise schon bekommen. Okay. Die müssen wir natürlich auch erstmal bauen. So, jetzt können wir hier mehr Arbeiter reinsetzen und direkt an zwei Sachen bauen. Das äquatoriale Magnetfeld bringt 25 Millionen Menschen, die wir retten können, in 150 Tagen. Rettungskapseln bringen 10 und die KI-Zentrale bringt auch 10. Dauern aber da halt nur 50 Tage. Die verbesserte Zeitreise bringt 20. Ich glaube, ich gehe mal auf das äquatoriale Magnetfeld, haben wir bekommen halt durch die Zeitreise und
verbesserte Zeitreise dauert jeweils, dass die verbesserte Zeitreise jetzt 100 Tage und das hier 150 Tage. Jetzt haben wir natürlich kein, vielleicht hätte ich vorher noch einen Zeitraumanzug bauen sollen, ich weiß es nicht. Okay, Absorptionsschild haben wir gebaut. So, ich will mal gucken. Die Anti-Schwerkraft-Technologie. Die könnten wir sogar hinbekommen. Die habe ich noch nie hinbekommen. Weil, die Forschungsprojekte Abwehr jeweils und Angriff. Da brauchen die, wenn man nicht Glück hat und eine Technologie überspringen kann, dauert das zu erforschen der letzten Technologie und das Bauen der des Dings dann, also der Antischwerkrafttechnologie in dem Fall, genau 1000 Tage. Aber wenn der 1000. Tag, also der letzte Tag angebrochen ist, dann ist Spiel vorbei. Das heißt, es wird gar nicht mehr gebaut. Deswegen, man kann es nicht bauen, es sei denn, man kriegt gutes RNG, wie wir jetzt haben, und kann eine Technologie überspringen. Ich weiß gar nicht, wie viel das gibt am Ende. Die Anti-Schwerkrafttechnologie, da bin ich mal echt gespannt. Okay, die verbesserte Zeitreise sollte 20 Millionen bringen. Ja, haben wir bekommen. Kling. Ja, machen wir mal einen Zeitreiseanzug. Ein bisschen gamblen. So. Jetzt ist die Frage, wir können eigentlich auch mal Fabrikstufe 3 bauen. Und jemanden hier reinschicken. Ich habe so das Gefühl, wenn man viel in diese Zeitreise investiert, dann muss man nicht so viel in die Forschung investieren, weil dadurch kriegt man ja alle 100 Tage oder alle 125 Tage, weil man ja immer so ein... Na gut, wenn man mit seiner Zeit gut hinkommt, kann man theoretisch alle 100 Tage eine neue Technologie bekommen. Aber eine zufällig ausgewählte Technologie. Okay, äquatoriales Magnetfeld sollte 25 Leute bringen. Das heißt, gleich sind auf 45. Jawohl. Okay. Was können wir jetzt machen? Laborstufe 2. Ja, das Absorptionsschild gibt 40 direkt. Ja, machen wir das. Das ist eine gute Sache. Na, haben wir. Können wir das am Ende sogar direkt verdoppeln? Ja, fast. Dann kriegen wir 85. Okay, die dritte Reise ist gleich vorbei. Die dritte Zeitreise, mal gucken, was wir bekommen. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 und irgendwas ist schief gegangen. Nach Ablauf der Zeit ist niemand zurückgekommen. Ja, das kann leider passieren, aber macht nichts. Tja... Müssen wir darauf warten, dass die Fabrik Stufe 3 fertiggestellt wird. Oh, ich bin echt gespannt, wie viel die Anti-Schwerkraft-Technologie am Ende bringt. Zeitreiseanzug. Komm, wir warten noch für... Die Anti-Schwerkraft-Technologie braucht 300, 600 und 300. Also 300 Erz, 600 Gold, 300 Edelsteine. Ach, Moment. Ich kann ja hier jetzt noch einen Arbeiter reinsetzen. Noch welche? Weil wir haben jetzt die Fabrik
Stufe 3. Ich kann... Das Rettungskapseln, glaube ich, nehme ich mal. Ja. Können wir bauen. Und haben gleich noch genug für... Die Anti-Schwerkraft-Technologie. Ich bin echt gespannt. Die habe ich noch nie gehabt. So. Ach, Moment. Na gut, wir müssen jetzt 10 Runden warten. Okay, was können wir jetzt erforschen? Magnetfeldkuppel. Nee, das ist... Kontinuumstabilisator bringt auch 40. Aber dauert 200 es zu erforschen und auch 200 zu bauen. Das lohnt sich nicht. Weil dann, wie gesagt, wenn der letzte Tag zu Ende ist, dann wird das letzte Ding nicht gebaut, sondern ist direkt Spiel vorbei. Das heißt, den Kontinuumstabilisator können wir gar nicht bauen. Was könnten denn was bringen? Raumflugzeug gibt 25. Magnetfeldkuppel. Genlabor. Ja, Raumflugzeug bringt 25, das ist gut. Ne, machen wir das. Und können wir hier jemand rein? Nein, wir müssen noch auf den Zeitreiseanzug warten. Okay. Du gehst mal durch das Zeitportal, wo dein letzter Kollege nicht wieder rausgekommen ist. So, jetzt wollen wir aber mal die Anti-Schwerkraft-Technologie erforschen. Bauen. Nee, erforscht haben wir sie, jetzt bauen wir sie. Okay. Ich bin echt gespannt, wie viel das am Ende gibt. Das muss ich mir gleich aufschreiben. Okay, Rettungskapseln 3, 2, 1, 55, 20, 10, okay. Können wir jetzt irgendwas bauen? Ja, können wir. Aber was? KI-Zentrale bringt auf jeden Fall auch 10 Leute. Okay, Absorptionsschild gibt 40, das heißt... gleich sollen wir 95 haben. Aber ob wir über 300 kommen, ich weiß es nicht. 95, ja. Ja, das ist jetzt so ein bisschen das Problem, wenn wir nicht... Weil ich habe ja gesagt, okay, Laborstufe 2 brauchen wir nicht so unbedingt. Aber das ist jetzt halt das Problem, wenn man auf Laborstufe 2 verzichtet... stattdessen die Fabrik ausbaut, dann hat man so am Ende so diese Situation, dass man nicht genug erforscht hat, um auch etwas zu bauen zu können. Jetzt können wir höchstens Zeitreiseanzug bauen oder das Labor. Aber dann wird es wahrscheinlich zu spät sein, vom Labor noch zu profitieren, glaube ich. Deswegen ist, glaube ich, der Zeitreiseanzug erstmal sinnvoller. Ja, aber das finde ich eigentlich ganz gut so, dass es halt nie wirklich die beste Lösung gibt, sondern dass alles immer so einen Haken hat und man muss abwägen, was man so will. Und diese Zeitreise bringt auch so ein bisschen halt den Zufallsfaktor mit rein. Ich mag das Spiel, das hat voll was. Okay, KI-Zentrale bringt 10, also 105. Ach ja, erstmal haben wir den Zeitreiseanzug bekommen. Aber egal, 105, jawohl. Okay, warten wir mal auf das Raumflugzeug. Das bauen wir dann direkt. Okay, jetzt beginnt das Endgame bei 300. Raumflugzeug können wir bauen. Und wir erforschen mal. Die Mondbasis braucht 200 und 250. Das
klappt nie im Leben mehr. Also insgesamt 450, so viele Tage haben wir nicht. Genlabor könnte noch klappen, 150 dauert das und gibt 20 am Ende. Die Magnetfeldkuppel dauert 200 und gibt 15. Ist nicht so cool wie das Genlabor. Zeitrissforschung gibt 10 für 100 Tage. Continuum-Stabilisator braucht 400 Tage, haben wir auch nicht mehr. Interstellares Raketensystem braucht 200 Tage, gibt 20 Millionen Leute. Okay, dann machen wir das. Interstellare Raketensystem. Und hier können wir auch was bauen. Oder auch nicht. Tja, das ist halt das Problem, wenn wir zuerst... Moin, nachdem der Zug 2 Stunden Verspätung hatte, wieder zu Hause. Ich habe wohl alles verpasst. Ja, leider. Du hast leider alles verpasst, aber du kannst dir den Stream auf jeden Fall nachher noch nachholen. Aber ich wollte gerade... Das ist auf jeden Fall mein Lieblingsgame von dieser Jam. Deswegen wollte ich hier nochmal eine Runde machen. Mein Ziel ist es hier über, bei 200. Wie fand ich die 3 Spiele heute denn? Also, Sommerklang war... Ich weiß nicht, du hast schon alle gespielt, oder? Sommerklang war das mit der Katze. Das war mehr so poetisch halt. Also, es war schon cool. Es ging halt nicht darum, so wirklich eine Story zu erzählen. Klar, es hatte auch eine Story, aber es ging mehr halt darum, so ein Vibe zu erzeugen, so ein Gefühl halt rüberzubringen. Und das hat das eigentlich ganz gut geschafft. Aber halt von der Technik her war es halt ein bisschen komisch, dass man bei Game Over oder beim Ende noch Events triggern kann und wenn das die Musik loopt, dass dann das Gedicht wieder kommt. Das war ein bisschen der Nachteil. Dann hatte ich die Höhle gespielt. Das war auch ganz süß mit den kleinen Jungen da, die am Strand spielen. Gab es auch ein paar Minispiele und so, war ganz lustig. Und der Wettbewerb halt zwischen den beiden war auch gut dargestellt. Und dann war noch der verlorene Bruder. Das war kein Spiel. Da gab es so die Einleitung. Game over, Credits. Das war nicht wirklich ein Spiel. Das war kein Spiel, wirklich. Okay, was bringt die 4. Reise? Jetzt kommt es drauf an. In 10 Runden oder in 10 Tagen. 5, 4, 3, 2, 1. Der verlorene Bruder war das verlorene Spiel, genau. Oh, wir haben eine Plasmakanone erforscht. Die können wir auch mal direkt bauen. Die gibt nämlich 35 Millionen Leute. Cool. Ah, wir haben nicht genug Ressourcen. Okay, wir müssen auf 400 Gold warten. Nachher noch die Amnesia Custom Stories kann ich machen. Jo. Plasmakanone, jawohl. Für 150 Tage. Moment, haben wir noch eine Zeitreiseanzug? Ja, komm. No risk, no fun. Wo wir den schon mal haben, den Reiseanzug, wollen wir den auch benutzen. Okay, 130 Personen. Hier oben rechts. 130 Millionen konnten wir bisher retten. Interstellares Raketensystem. Ja. Bauen wir das. Können wir noch irgendwas erforschen, was wir in 200 Tagen noch hinkriegen? Ich habe mir, wie gesagt, hier alles aufgeschrieben, was man so bauen kann, wie lange das dauert und was es am Ende bringt. Also ich guck mal. Wie viel haben wir noch? 200 Tage. Genlabor dauert 100, 150, das könnte noch klappen. Dann kriegen wir 20. Magnetfeldkuppel dauert 200, das schaffen wir nicht mehr. Mondbasis, nein. Zeitrissforschung gibt nur 10. Antimateriekanone, okay. Genlabor, it is, okay. Jetzt kriegen wir noch was von der 5. Reise.
Oder vielleicht schlägt ja wieder fehl. Nee, wir kriegen den Kälteschlaf. Ui, der dauert 100 Tage zum Bauen. Könnte noch hin. Und der gibt 35 Millionen Leute. Okay, jetzt bin ich... Okay, jetzt... Wir haben 130. Gerade. Und wie viel gibt... Moment, noch eine Zeitreise können wir nicht machen, ne? Nein. Die Antischwerkrafttechnologie. Das muss sich ja jetzt echt lohnen. 130. Ja, das ist schon ordentlich. Und jetzt können wir auch den Kälteschlaf bauen. Okay, mein Ziel ist es, über 300 zu kommen. Ich fand der verlorene Bruder auch sehr wild von der Länge. Ja. Ja, ja. Das war echt verdutzend. Also, ja, da war ich auch echt. Was ist jetzt los? Okay, Plasmakanone 225. Können wir jetzt was bauen? Noch ein Zeitreiseanzug. Das lohnt sich nicht mehr. Müssen wir halt auf das Labor warten. Okay. Ein Genlabor, 50 Tage. So. Wir könnten jetzt theoretisch noch was erforschen, aber macht eh keinen Unterschied mehr, weil wir können das am Ende nicht mehr bauen. So. Okay. Kommen wir über 300? Ich weiß es nicht. Können wir noch was bauen? Nö. Und der Kälteschlaf gibt noch 35. Sollte genau 300 sein. Ja, 300. Okay. Cool. Ja. Über 300 haben wir nicht geschafft, aber 300, ich glaube, das Ziel habe ich erreicht. So. Und jetzt geht die Welt unter in 4, 3, 2, 1, 0. Bis zum Einschlag des Asteroiden konnten insgesamt 300 Millionen Menschen gerettet werden. Ja, die Entscheidung für diese Insel war goldrichtig. Mithilfe der Forschungsergebnisse konnten sehr viele Menschen gerettet werden. Das ist auch ein neuer Text, so. Der sagt nämlich aus, okay, das ist jetzt ein gutes Ergebnis. Damit bin ich zufrieden. Das ist cool. Das ist mein Lieblingsspiel. Dieser Jam gewesen.